Herzlich willkommen zurück bei Zockermania und dem Spiel Anna. Wir haben bei der letzten Folge hier dieses wundervolle Zimmer mit dieser komischen Frau, ich sag mal, geöffnet. Und ich habe immer noch versucht, hier diese Dinger zu... was auch immer es ist, weil wir haben es nicht rausgefunden. Es will einfach nicht. Ich würde es ganz gerne... Ich nehme an, dass das nochmal Hinweise sind oder irgendwie nochmal Erinnerungen, aber ich kriege sie einfach nicht. So. Das nächste, was ist... Wir müssen hier in diesem Raum diese wunderschöne Lampe öffnen oder anschalten, haben aber das Problem, dass wir kein Öl haben. Und wir haben ja hier im Endeffekt das ganze Haus schon abgesucht. Und da der einzige neue Raum dieser wundervolle Raum ist, vermute ich, dass das immer noch hier irgendwo drin ist. Ich habe aber Angst, mich irgendwie frei zu bewegen, weil irgendwie glaube ich, dass dieses Vieh mich dann anfällt. Und dann fallen euch die Ohren ab. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Irgendwo muss ja was sein. Und, schaut mal, hier ist auch schon so ekliges schwarzes Zeug. Das kommt vor allem... Es kommt immer raus, habe ich so das Gefühl. Das macht mir noch mehr Angst. Und, Schmarrn, falsche Taste. Da ist auch nichts. Wir haben ihren Ring schon. Warte mal, da war doch. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden. So, wir haben dich im Blick. Wo ist mein Öl? Öl. Öl. Hinein. Die Lampe ist bereit, sie kann jederzeit angezündet werden. Na dann. Oh Gott. Es kommt jetzt bestimmt irgendwas Böses. Das Licht ist nicht stark genug. Oder vielleicht ist es nicht rein genug. Nicht rein genug, aber... Ach so, dann bräuchten wir ja wieder dieses komische Zeug. Dieser Raum ist voller Staub und Rauch. Ich kann nicht hineingehen. Jetzt haben wir eine Lampe. Sie strahlt ein helles Licht aus. Jetzt haben wir Öl gefunden, aber was war das? Wir haben Öl gefunden, aber es ist nicht hell genug. Und laut Hilfedings brauchen wir ein Herz, das wir irgendwie kaputt machen. Jetzt gucken wir nochmal, vielleicht hat der sich ja geändert. Herz für alle Zeiten loszuwerden. Ich könnte es verbrennen, aber der Ofen ist kaputt. Ich habe ja noch nicht mal ein Herz. Das ist der Witz dran. Ich bräuchte jetzt im Endeffekt wieder Elektrum, nehme ich an. Wenn... Ah, beziehungsweise vielleicht... Kann ich die Wurzeln damit... Die Wurzeln kann ich auch nicht anzünden. Kann ich vielleicht das... Ahornblatt. Ja. Jetzt haben wir die Lampe, aber mehr geht auch schon wieder nicht. Irgendwie... Okay, das kennen wir schon. Irgendwie, ja, weiß man jetzt schon wieder nicht weiter. Sie scheint nicht stark genug zu sein. Wie könnte ich sie denn stärker machen?
Vielleicht indem ich nochmal Öl drauf kippe. Vielleicht kann ich die Kleiderpuppe anzünden. Nö. Aber ich probier's einfach mal. Okay, funktioniert auch nicht. Schade. Wofür könnte ich das hier gebrauchen? Ich komme da nicht hin. Hier scheint auf jeden Fall irgendwas zu sein. Eine Tür oder so. Und da ist auf jeden Fall irgendwie so ein Loch. Ich hasse dieses Geräusch. Ich hasse dieses Geräusch so sehr. Ich verstehe nicht, warum das mir nichts anzeigt. Das muss doch irgendwas tun. Oh, jetzt dachte ich schon, das Ding bewegt sich. Schauen wir mal. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein lebloses Ding. Bla 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 bla. Da haben wir auch nichts. Irgendwie ist das doof. Wir hier noch mal rein. Ja, halt die Klappe. Ich mag dich nicht. Hier war doch hier der da. Holzblöcke zersägen. Wenn ich das jetzt hier drauf klicke, auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das vielleicht wieder rauf? Klappt nicht mehr. Scheiterhaufen, Anna will das nicht, Ehering. Das war's aber dann auch. Holzkiste. Schimmer. Wenn ich das vielleicht mit Öl? Okay. Vielleicht mit dem Wasser. Also ich probiere jetzt einfach mal, weil mir fällt nichts anderes oder nichts Besseres ein, aber das war auch nichts. Werfen sie wieder mit Dosen nach mir. Mit den Wurzeln komme ich da auch nicht ran. Dabei wären sie eigentlich lang genug, ne?
Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt so ein Blatt wegnehme? Scheinbar nicht. Nehmen wir mal das nächste. Das Sekret aus dem Auge an der Wand hat es schwer beschädigt. Es ist nutzlos. Das da konnte ich nehmen. Warum konnte ich das mit Freude nehmen? Kann ich ihr das einfach in die Hand drücken? Oh Gott. Was war das jetzt? Jetzt ist mein Bild einfach weg gewesen. Auch nicht gemacht. Also irgendwas scheint an dem Bild oder an diesem Blatt noch wichtig zu sein. Blätter sind alle nutzlos, bis auf das eine. Was ist das denn? Das konnte ich auch nehmen. Die zwei konnte ich nehmen. Warum kann ich genau diese zwei nehmen? Silber und Gold. Kann ich vielleicht? Ich lege ein goldenes Blatt in den Mörser. Was auch immer ich tue, es funktioniert. Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektrumpulver, das ich gefunden habe, aber es sollte funktionieren. Ah, okay. Haha, wir haben verstanden. Halt die Klappe. So. Wo ist mein Pulver? Da ist mein Pulver. So. Und jetzt? Was ist jetzt? Ah. Why don't you listen to me? Get out. Oh oh. Nein? Okay, da ist nichts passiert. Okay, wir haben Licht. Licht. Oh Gott, jetzt dachte ich schon. Ein schlagendes Herz. Ah! Es schlägt. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Ich muss es zerstören. Okay. Nein, bitte sag mir nicht, das darf ich jetzt die ganze Zeit hören. Oh, fuck. Halt die Klappe. Das ist doch nervig. Aha, jetzt ist die Puppe umgefallen. Das ist doch voll ätzend. Eisenstange! Juhu! Ich weiß, wie ich ins Lager komme. Ist das nervig. Das ist ja mal sowas von nervig, dieses Geräusch. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich es genommen habe. Was ist denn das? Kleine
blöde Herz in die Hand nehmen. Na gut, geh mal zum Lager. Weil da wird jetzt das nächste sein. Wo ist es denn? Da ist es. Okay, 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 okay. Geh auf. Nein, geh auf. Das gibt's doch nicht. Bin ich zu blöd, jetzt ein Lagertür zu öffnen? Teile für den Ofen. Juhu. Komm her. So. Nein, erst legen wir das Herz da rein. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist es nur noch leise. Ich muss es anständig vorbereiten, sonst riskiere ich, dass es wieder kaputt geht. Okay, das heißt, ja, das Ahornblatt? Scheinbar nicht. Dann. Ja! Was ist das? Ich hab's echt. Okay. Denkst du wirklich, du näherst dich irgendeiner Erkenntnis? Du näherst dich einfach deinem eigenen Untergang. Wieder alles verändert. Jetzt ist alles so pinkrot. Warum bist du noch nicht tot? Voll das Herzrasen, wirklich. Vor allem, weil ich nicht weiß, eigentlich hätte doch mehr passieren müssen. Eigentlich, also ich meine, ich habe mich ja erschrocken, aber irgendwie. Muss doch noch mehr passieren, oder nicht? Oh Gott. Hier ist aber alles komischerweise nicht pink. Was habe ich denn hier alles? Den Mörser noch? Den Ring? Was mache ich denn mit dem Ring und der Eisenstange weiterhin? So, also wir haben das Herz verbrannt. Immerhin. Die Leiter! Jetzt ist eine Leiter da auf einmal. Tatsache, wir haben eine Leiter. Einen neuen Raum. Oh Gott. Ah, was war das? Was war das? Okay, Leute. Ich mache jetzt mal kurz auf Escape, weil wir schon wieder bei 19 Minuten sind. Ich überziehe gerade ein bisschen. Special-Folge. Und damit uns ja nichts entgeht, falls jetzt irgendwas kommen sollte, dachte ich mir, ich mache jetzt auf Anna, also aufs Menü. Bitte lasst mir doch Kommentare da, Abos und Likes. Ich freue mich auf alles. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.